heiße euch herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Regionalligaspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen am Sonntag dieser Woche. Ein, zwei organisatorische Infos. Wir haben im Vorverkauf bis jetzt ca. 2.500 Karten verkauft. Der Vorverkauf läuft noch bis heute 18 Uhr und wir rechnen insgesamt mit einer Mitreisenden aus Essen, mitreisenden Zuschauerzahl von 4.000 bis 5.000. Auch ganz wichtig, weil es ja wohl auch die Runde gemacht hat, dass es keine Tageskassen geben soll unter Umständen. Es wird Tageskassen geben am Spieltag und die öffnen ebenso wie das Stadion um 12 Uhr. Und einen kleinen Anreisehinweis gibt es noch von uns, einen Anreisetipp. Wir empfehlen natürlich, den ÖPNV zu nutzen nach Oberhausen und da werden eben auch Shuttlebusse vom Hauptbahnhof zum Stadion fahren. Ja, das zum Drumherum und dann übergebe ich an dich, Christian, und wir steigen wie immer ein mit der Personalsituation. Ja, Cedric Harrenbruck nach wie vor im Aufbautraining, Philipp Zeiger fällt noch raus und hinzugesellt hat sich mit dem grippalen Infekt Robin Heller. Ansonsten sind alle Mann an Bord. Kann man zu Zeiger irgendwas sagen, in welche Richtung das geht? Nein. Wie er sich fühlt? Also er fühlt sich halt so, dass er momentan noch nicht trainingsfähig ist. Ja, eure Fragen. Wie ist denn so die Stimmung vor dem Derby? Also das ist ja jetzt auch nicht nur, was die Tabellensituation angeht, ein besonderes Spiel, aber es ist ja immer ein besonderes Spiel gegen Oberhausen. Also jetzt bei uns, wir haben jetzt einen normalen Trainingstag heute gehabt. Wir hatten ja Montag bis Mittwoch Trainingseinheit bzw. Spiel gehabt, gestern frei und kamen heute zusammen und haben so wie immer konzentriert auf den Gegner vorbereitet, haben den Gegner analysiert gemeinsam mit der Mannschaft via Videoanalyse und haben uns jetzt auf unser Training fokussiert. Aber ich denke wie immer, weil das auch wichtig ist, dass wenn wir am Spieltag sind, dass dann auch eine gewisse Anspannung hochkommt und steigt. Die ist auch wichtig, finde ich, wenn man auf den Platz rausgeht. Wissen Sie, Jungs, wie Marcel Platzek oder Kevin Grund, die schon das 10. Derby mitmachen, merken Sie so vielleicht, dass ein, weiß nicht, wer ist denn da zum ersten Mal dabei, ja so viele wie Hahn, Gil Gomez, Kefke, wie sie alle heißen, ist immer so ein bisschen quatschen und wie ist das so gegen RWO oder macht man das so ein bisschen als Trainer mit? Ich kann Ihnen sagen, ich kriege das gar nicht so mit, weil ich nicht Bestandteil der, also in der Kabine bin, sondern ich komm rein, wenn wir Besprechungen machen, aber danach lassen wir die Mannschaft alleine unter sich. Aber die werden sich mit Sicherheit zu dem Spiel austauschen. Aber ich habe schon gesagt, wir wissen, dass wir auf einen guten Gegner kommen, der seinerseits Qualität drin hat. Wir wissen, dass das ein Derby ist, was die Menschen hier polarisiert und aufruft. Aber wir wissen auch, dass es ein Spiel ist und bei dem es um drei Punkte geht und dass wir noch Möglichkeit kennen, für uns entscheiden möchten. Wie ist denn Ihre Gemütslage vor so einem Derby? Ist das eigentlich für Sie jetzt auch komplett neu? Ach, ich würde sagen, bei mir sind von der Gemütslage die Spieler alle gleich. Ich nehme sie alle gleich ernst, will ich damit sagen. Ja. Wie Sie ja wissen, wie ich schon gesagt habe, wir möchten gerne jedes Spiel gewinnen. Wir wissen, wie schwer die Aufgabe ist. Und genauso sehen wir Rot-Weiß Oberhausen mit der Gewissenhaftigkeit, dass wir sie mehrfach uns angesehen haben, dass wir uns auf sie akribisch vorbereiten und dass uns schon auch klar ist, dass uns am Sonntag ein hartes Stück Arbeit erwartet, weil der Gegner alles reinwerfen wird, um seinerseits sein Ziel zu erreichen. Und ich habe es ja schon mal erwähnt, es ist schön, in ein Stadion reinzugehen, wo die Ränge voll sind und du Unterstützung bekommst, wie wenn es leer wäre. Also lasst uns alle darauf freuen, auf ein schönes Spiel. 2.500 Karten hast du gesagt. Ich habe ja irgendwann mal geschrieben, am Anfang der Woche 5 bis 6. Ist das realistisch? Gehst du auch davon aus oder ist es schwer zu sagen? Also unsere Schätzung ist jetzt erstmal zwischen 4 und 5. Aber wie das dann immer so ist, können es natürlich auch ein paar mehr werden, gerade bei Rot-Weiß Essen. Es nähert sich so ein bisschen den alten Zeiten. Ne? Also die Euphorie ist wirklich ist unglaublich. Also ich finde das schon sehr faszinierend, wenn jetzt in Oberhausen auch nochmal 3 Punkte eingefahren werden könnten, dann tanzt beim nächsten Heimspiel hier der Bär, oder? Da hätten wir nichts gegen, würde ich mal sagen. Aber so wie die Mannschaft bisher gespielt hat, habe ich das Gefühl, dass sie sich von dem Trubel drumherum überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lässt, oder? Also wir versuchen das Positive dabei mitzunehmen, ja. Nämlich, dass die Mannschaft sich klar herausfiltert. Wir haben hier eine
eine Masse an Fans hinter uns, die gemeinsam mit uns Erfolg haben wollen und die die Mannschaft nach vorne peitscht und versucht halt, da das Positive rauszuziehen, nicht nur als Druck zu empfinden. Ich glaube auch, dass am Sonntag die Mannschaft genauso auftreten wird, ja, mit unseren Fans im Rücken gegen Gegner, der seinerseits, wie gesagt, ich kann das nur sagen, ja, bei allem Positiven, dass wir gut reingestattet sind. Wir wissen, jede Spiel hat seine Tücken, jede Mannschaft hat ihre Qualitäten in ihren Reihen und wir müssen auch wieder am Sonntag einen sehr, sehr guten Tag hinlegen, wo wir in unserem Leistungslevel hochkommen. Wenn wir es schaffen, unser Spiel zu gestalten und durchzubekommen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir erfolgreich sind. In der vergangenen Saison bei Rot-Weiß Essen nach dem 7. Spieltag, auch Tabellenführer, Euphorie war, also schwer zu sagen, ob die ähnlich war, anders vielleicht ein bisschen, ich würde sagen, jetzt sogar ein Stück größer, aber klar, das war nicht Ihre Mannschaft, Sie waren ja nicht Trainer, vielleicht haben Sie sich weniger auch für Rot-Weiß Essen interessiert, sicherlich. Warum wird Rot-Weiß Essen diesmal nicht zusammenbrechen quasi und lange mitspielen? Nicht wie letztes Jahr nach dem 7. Spieltag Tabellenerster am Ende, glaube ich, 20 Punkte zurück oder noch mehr unter Viktoria Köln. Gibt Ihnen die Mannschaft auch so das Gefühl, dass sie so stabil ist, dass, also Sie können keine Versprechung abgeben, aber dass Sie sich wirklich vorstellen können, dass das lange ein Spitzenteam bleiben wird bis zum Saisonende? Ich will mich gar nicht in die Hypothese begeben und ich will auch gar nicht die vergangene Saison bewerten, sondern ich will mich nur auf das fokussieren, was wir haben. Das ist das Hier und Jetzt und das ist eine neue Mannschaft, das ist eine andere Mannschaft, mit der wir eine klare Spielidee haben, dass wir in den Spielen dominant auftreten wollen, dass wir auch den Gegner richtig intensiv pressen, dass wir versuchen wollen, möglichst viele Spiele mit wenig Gegentoren bis der Null zu stehen haben. Das ist unser Fokus. Und da denken wir auch wirklich gar nicht an das übernächste Spiel oder was in 2-3 Monaten, sondern denken wir nur an den Sonntag. Das ist unsere Aufgabe. Ich glaube, das ist ein Fokus, den wir uns momentan vorgenommen haben, bei dem wollen wir auch gerne bleiben. Aber das kann ich Ihnen auch sagen, das hat die Mannschaft schon gezeigt. Ich finde, dass wir stabil stehen. Dass wir in der Defensive in den Spielen, du kannst ein Spiel ja nie hundertprozentig legalisieren. Sie können ja schauen, wo sie wollen. Da gibt es kein Spiel, wo für den Gegner, selbst wenn die andere Mannschaft spielbestimmt wäre, keine Torschancen stehen. Wir schaffen es wirklich, das auf einen sehr geringen Anteil zu reduzieren, dass wir wenig Torschancen zulassen, dass wir sehr konzentriert verteidigen. Und das sehen wir hier übrigens als unsere Basis an. Die Leute reden immer von der Art, dass wir mit dem Ball nach vorne spielen. Eine unserer wichtigsten unsere wichtigste Basis ist die Defensive, dass wir da gut stehen. Sie haben das auch schon unter der Woche im Podcast erwähnt, dass es eigentlich schwer ist, sich auf die Gegner vorzubereiten, weil die gegen Rot-Weiß Essen sowieso anders spielen. Das ist ein offenes Spiel, wie jetzt gegen Wattenscheid, das geht rauf und runter. Glauben Sie, dass, in Oberhausen haben Sie jetzt auch mehrmals gesehen, haben Sie gesagt, dass das ein bisschen anders ist? Oder wird das auch wieder ja, ein komplett anderes RWO als gegen Verl, gegen wen haben die noch gespielt, Fortuna Köln? Sicherlich, ne? Es ist schwer vorherzusehen. Ich kann sagen, jetzt gegen Wattenscheid war es das erste Spiel, wo wir auf eine Mannschaft getroffen sind, wie ich finde, die richtig offen mitgespielt hat, ja, die ihrerseits auch das Spiel nach vorne gesucht hat. Das war natürlich für uns auch schön, zwar für die Zuschauer schön, weil wir dann auch mit unseren schnellen Spielern natürlich auch die mehr Räume bekommen, Chancen zu kreieren. Die Spiele davor, fand ich, haben die Gegner uns sehr tiefer erwartet. Da war es immer so ein kurzfristiges Anlaufen. Ich kann es nicht vorhersehen, wie es Rot-Weiß Oberhausen macht, ja. Letztendlich haben wir versucht, uns unter der Woche auf verschiedene Szenarien einzustellen. Das machen wir aber eh immer, weil wir immer sagen, wir trainieren, dass ein Gegner anläuft, weil wir trainieren auch, dass uns ein Gegner tief erwartet. Und letztendlich wird es ein Stück weg am Gegner mitliegen, nicht nur an uns, wir auch, wie wir unser Spiel durchkriegen, aber auch am Gegner, was er uns letztendlich zulässt. Gegen Wattenscheid haben Sie zu Null gespielt. Was muss denn aus Ihrer Sicht Ihre Mannschaft noch besser machen? Also das geht jetzt gar nicht, was meine Mannschaft in dem Sinne besser machen, sondern grundsätzlich wissen wir, dass wir zu Beginn eines Prozesses sind. Wir haben immer gesagt, dass wir uns zwischen 3 und 6 Monaten bewegen, bis wir eine gute Stabilität haben. Und es wird auch im Verlauf der Saison ganz einfach auch eine Spielanpassung geben, weil du dein Spiel verfeinern musst gegen tiefstehende Gegner, du musst dein Spiel verfeinern gegen Mannschaften, die im Umschaltspiel kommen. Und wo du immer dran arbeitest, und das wird bei uns ein ständiger Prozess sein, sind das Verteidigen von Standardsituationen und wie staffeln wir uns in der Restverteidigung. Da gibt es auch Unterschiede, ob ein Gegner mit 2, mit 1 oder mit 3 Angreifern spielt. Und wir glauben insgesamt, dass wir eine Mannschaft haben, wo wir einen guten Mix drin haben zwischen sehr jungen Spielern und auch ein Stück weit Erfahrenen. Also wir wollen wirklich versuchen, dass wir unsere Spieler auch individuell weiterentwickeln. Gegen Niederweniger waren Testspieler dabei. Ja. Was kann man zu ihm sagen? Ist er
wieder abgereist oder ist das ein Thema? Nein, der hat heute mittrainiert, der hat in dem Spiel einen guten Eindruck gemacht und wir würden uns jetzt gerne noch die nächsten Trainingseinheiten mal in Ruhe anschauen. Solche Spiele wie gegen Niederweniger, das haben Sie glaube ich schon beim Amtsantritt gesagt, dass Sie sich wünschen, relativ viele Testspiele zu machen, oder ja, Novak hat das glaube ich gesagt, ne? Damit der Kader groß ist, dass viele Spielpraxis bekommen. Wird es öfter so Spiele geben jetzt gegen Oberligisten? Wir würden auch, also es soll nicht nur auf Oberligisten sein, sondern wir, das hängt auch immer davon ein bisschen ab, weil die Gegner müssen ja auch Zeit haben und auch einen dementsprechenden Kader haben für so ein Spiel. Also wir wollen versuchen, eine gewisse Regelmäßigkeit einzuführen bei diesen Spielen. Die haben mehrere Aspekte. Die haben einmal den Aspekt, dass die Spieler, die am Wochenende nicht zum Einsatz gekommen sind, dass die in der Spielpraxis drin bleiben, dass die in der Spielhärte drin bleiben. Das ist was ganz Wichtiges für einen Spieler. Der darf nicht nur ständig drin sein, der muss auch im Spielrhythmus drin kommen. Dann, jetzt haben wir es genutzt, um mal ein Testspiel anzunehmen. Aber wir nutzen es hauptsächlich dann für die Spieler, die nicht gespielt haben und vor allen Dingen auch für die U19-Spieler, die wir hier haben. Weil wir sind der Meinung, dass wir im Verein einige interessante Spieler haben, die talentiert sind und da möchten wir solche Spiele nutzen, um uns die Spieler ein genaues Auge zu machen, aber auch sie an unseren Kader heranzuführen, an die Art, wie wir Fußball spielen wollen. Und das Spiel hat auch gezeigt, wo wir die vielen jungen U19-Spieler reingebracht haben. Die Jungs haben das echt gut gemacht und haben da phasenweise, finde ich, richtig gut für Wirbel gesorgt. Die U19 startet jetzt am Sonntag in die Saison. Sind Sie ein Trainer, der, ich gehe davon aus, dass Sie sich viele Spieler anschauen werden und die Jungs, wenn es die Zeit zulässt, begutachten werden? Ja, jetzt am Sonntag geht es leider nicht, weil wir selbst in der Spielvorbereitung sind, aber ich versuche mir auch da Spiele anzuschauen, weil ich finde, dass die Jugendarbeit einen sehr wichtigen Stand, ein sehr wichtiges Eckpfeiler hier im Verein da steht, weil ich glaube, dass wir mit Rot-Weiß Essen hier die Möglichkeit haben, in einer Region, wo wir uns bewegen, viele junge, talentierte Spieler abzuholen und ich habe das schon mal gesagt, auch bei meinem Amtsantritt. Ich glaube, Spieler, die man selbst entwickelt und ausbildet, sind die Spieler, die man am besten kennt. Und ich finde, man kann eins mit bezwecken, auch mit selbst ausgebildeten Spielern, dass man auch eine gewisse Identifikation, Identität mit dem Verein aufbaut. Wir wissen aber auch, dass das kein leichter Weg ist, sondern dass das ein Weg ist, der Zeit benötigt, wo wir uns hier im Verein mit den Trainern, mit den Spielern kennenlernen müssen. Aber ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind, wie wir gemeinsam miteinander umgehen. Wir werden jetzt auch in den nächsten Trainingseinheiten, in den nächsten Wochen noch immer öfter Trainer aus dem Jugendbereich bei uns mit dabei haben, sodass sie sehen, wie haben wir eine Idee zu trainieren, aber wie auch die Trainer kennenlernen sie uns, dass es Gespräche gibt, also dass wir uns da enger verzahnen. Aber so ein System für den ganzen Verein oder für die Jugend fällt mir ganz auf. Schwebt Ihnen das auch im Kopf vor? Zum Beispiel mit dem, dass der Torwart so mitspielt, dass man das irgendwann, natürlich nicht von heute auf morgen, aber dass man das vielleicht umsetzt mit der Zeit? Also ich will da gar nicht Leute überfahren, sondern ich will Leute mitnehmen. Ja? Und zunächst mal muss ich sagen, wir haben ja bei uns im Verein auch ein bestehendes System. Ja? Und wenn man sich die A-Jugend momentan anschaut, dann muss man auch mal sagen, die spielen mit dem Ball wirklich einen sehr guten Fußball und haben da auch eine gute Dominanz drin. Aber wir möchten natürlich versuchen, dass wir Dinge ein Stück weg anpassen, weil es für die Spieler leichter ist, wenn sie wissen, wie zum Beispiel, was haben wir für eine Idee bei der Spieleröffnung, was haben wir eine Idee beim Pressing. Aber der Trainer an sich wird trotzdem ein Stück weg frei sein in der Spieltagsgestaltung. Das ist auch ganz wichtig, dass du ihm da auch hier und da die freie Hand lässt. Da wollen wir auch gar nicht eingreifen, aber wir sind schon dabei und darum bemüht, dass es gewisse Abgleiche gibt, die man von zunächst mal vielleicht jetzt von oben nach unten, aber darauf soll es eher umgekehrt sein, so von unten nach oben gehen. Und jetzt in den ersten Wochen, muss ich auch sagen, sehe ich uns da auf einem guten Weg in der Zusammenarbeit mit den Leuten in der Jugendabteilung, mit den Spielern. Weitere Fragen? Hedon Celestar wurde geholt, in der Oberliga über 30 Tore gemacht, ist dann noch nicht so zum Zug gekommen. Rot-Weiß Oberhausen mit Löwen, Profiter, beide 1,90. Große Jungs, Celestar ist ja körperlich auch eigentlich gut dabei. Ist das vielleicht mal einer, den man so reinwirft? Und was fehlt ihm, dass er vielleicht noch nicht so viel gespielt hat? Ich glaube, Hedon hat einen Pech gehabt, dass er zu uns kam und war ziemlich schnell davor. Also wir mussten ihn erst mal eine Woche länger rauslassen, weil er hatte ja noch Aufstiegsspiele. Dann kam er rein, da hat er sich leider ziemlich schnell verletzt und war dann 2-3 Wochen ausgefallen. Da mussten wir ihn erst wieder aufbauen. Und in der Zeit haben es einfach die anderen Spieler gut gemacht.
Aber wenn er in den Testspiel, muss ich schon sagen, wenn er in den Punktspiel reinkam, da finde ich, da hat er schon eine gewisse Körperlichkeit ins Spiel reingebracht, eine Bereitschaft, Akzente zu setzen, hat auch Tore mit eingeleitet. Es geht ja nicht nur um den letzten finalen Pass, sondern es geht auch um die Art, wie er da reingekommen ist. Und Hedon ist eine Alternative, weil wir glauben, dass wir mit ihm einen sehr spielstarken, interessanten Spielertypen verpflichtet haben. Vor allen Dingen einen Stürmer, der ein anderes Element reinbringt wie die anderen. Ja, wenn sonst keine weiteren Fragen gibt, dann vielen Dank fürs Kommen und bis Sonntag im Stadion Niederrhein in Oberhausen.